Ja, hallo, hier ist Fritz Hemschemeyer, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Berlin und in der Nähe von München. Diesmal Videolog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Wir machen weiter mit unserer Reihe Liebeship Basics. Und heute geht es um die Themen in meinem Modul 2, in meiner Liebeship-Kursreihe. Die geht ja von Modul 0 bis 8, aber ja, vor allem die ersten 4 sind so Kernmodule. Wir hatten ja schon über Liebeskummer und meinen Hauptkurs Umprogrammierung des Liebeschips gesprochen. Und ja, jetzt hast du vielleicht deinen Liebeskummer bearbeitet, du hast dann ungefähr eine Idee, in welche Richtung das jetzt geht, wie du dein Beuteschema änderst. Aber was machst du denn jetzt? Und dieses Modul 2 sind halt die sogenannten Vertiefungsübungen. Damit kann man sich, das sind ja so Kernübungen, mit denen man sich wochenlang, monatelang beschäftigen kann, weil sie, ja, weil sie eben so ein Werkzeug an die Hand geben, ja, jetzt an diesen, soll ich mal sagen, an diesen Schmerzpunkten zu arbeiten, so im Inneren. Und aus dieser negativen Haltung rauszukommen, die man häufig nach diesen toxischen Beziehungen dann hat, wo man sich so wahnsinnig im Opfer fühlt und ist alles so schrecklich und man, weiß ich nicht, will am liebsten entweder wieder zurück oder gleich einen neuen daten und was mache ich denn jetzt? Und ja, und das sind halt so Kernübungen, zum Beispiel eine Übung mit den Counter-Gedanken, also wie kann ich da meinen negativen Glaubenssätze identifizieren und auch entsprechend umarbeiten. Das ist eine wichtige Sache. Und dann stecken da, ja, welche von meinen geilsten Trainingsübungen, würde ich mal sagen, hier drin. Also, was ja mein absoluter All-Time-Favorite ist, ist die Audio-Trunks-Übung für deinen Liebeship. Sie ist wirklich der Hammer. Und ich habe sowas Ähnliches in Englisch, habe ich auch damals zu meiner schlimmsten Liebeskummerzeit wirklich rauf und runter gehört, damit eingeschlafen. Und ja, das ist so eine deutsche Version jetzt. Und ich finde, die ist auch echt mega cool. Dann geht es einmal ganz kurz ums Dating, beziehungsweise auch, vielleicht, wann man vielleicht nicht daten sollte. Und wir haben eine Übung für Wundes Innere, also meine hauptsächlich innere Kindübung ist in diesem Kurs drin und es geht darum, die Anfänge deines nice geilen Lebens, so, ne, mit einer sehr coolen Geschichte. Und das sind wirklich Sachen, das sind auch exakt die Sachen, die ich damals gemacht habe, als ich meinen Liebeschip umprogrammiert habe und ich extrem hilfreich fand. Und ja, ist der drittmeistverkaufteste Kurs, klar, der wird oft zusammengekauft mit Modul 1 und ja, sehr coole Sache, wo man wirklich, ja, was ist das für eine Zeit jetzt so, ne, nach einer Trennung? Es ist eine Zeit, wo, wenn man so einen totalen Crash hatte, wo man sich wirklich diese Zeit für sich nehmen sollte. Und ja, man sagt immer Selbstliebe, Selbstliebe, was heißt das denn, ne? Was ist denn das eigentlich so? Und das sind wirklich angewandte Selbstliebeübungen, wo man sich wirklich seine Aufmerksamkeit, sein Mitgefühl, seine Liebe, sich selbst gibt, aber auf eine ganz ja, strukturierte, organisierte Weise, also ganz praktisch. Also alle meine Kurse sind ja wirklich absolut praktisch, gesunder Menschenverstand, sage ich mal. Und weil ich möchte euch wirklich, wirklich ganz kräftige, aber auf eine Art simple Tools an die Hand geben, was man jetzt machen kann, ne? Weil dann steht man da und denkt, ja, Selbstliebe, 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 ja, ist jetzt wichtig, okay, habe ich verstanden, aber was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und das sind gerade diese, ja, diese, finde ich, teilweise, einfach ist nicht das richtige Wort, aber wirklich basalen Geschichten, wie ich denn jetzt zum Beispiel anfange mit meinem nice geilen Leben, was ich ja eine super Basis finde für gesünderes Dating, so, ne? Sehr powerful, spürst du deine Kraft, wie du Dinge verändern kannst, sicherlich. Und ja, ich finde, es ist vielleicht auf eine Art sogar, obwohl der häufig gekauft wurde, ist ein bisschen unterschätzter Kurs vielleicht, weil da kommt so, ja, Vertiefungsübung, was soll denn das sein? Aber da ist wirklich viel
Fleisch drin, würde ich für die Nicht-Vegetarier sagen, oder für die Vegetarier viel saftiges Fruchtfleisch dann. Und sehr coole Geschichte. Ja, heute Abend gibt es ein Insta-Live über mein Buch mit Reboot-Coaching. Und was wollte ich noch sagen? Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, morgen geht der Wohlfühlkurs los, beziehungsweise die Wohlfühl-Challenge, 30 Tage. Ja, übers Wohlfühlen und sehr coole Geschichte, gerade in diesen crazy Zeiten. Und vielleicht bist du ja auch dabei. Und wir werden uns bald wiedersehen.